Vers 13. Die spirituellen Samen Shankarshanas, die in den Poren Mahavishnus ruhen, werden als zahllose goldene, eiförmige Keimzellen geboren. Diese Keimzellen sind von den fünf groben Elementen umhüllt. Erläuterung: Der urerste göttliche Avatara, der im spirituellen Ozean der Ursachen liegt, ist so gewaltig, dass aus den Poren seiner göttlichen Gestalt Myriaden von samenzellenartigen Universen hervorströmen. Diese unzähligen Universen sind verzerrte Spiegelbilder des unbegrenzten transzendentalen Reiches. Solange sie in seiner göttlichen Gestalt ruhen, haben sie die Form goldener Eier und verkörpern das Prinzip spirituellen Abglanzes. Nichtsdestoweniger werden sie durch den schöpferischen Wunsch Mahavishnus von den winzigen Partikeln der großen bzw. groben Elemente umhüllt. Die Bestandteile der weltlichen, instrumentalen und materiellen Kausalprinzipien sind: Wenn diese goldenen Samenzellen, die mit dem Ausatmen Mahavishnus aus ihm hervorgehen, in das grenzenlose Samenbecken der begrenzten Energie Maya eingehen, werden sie durch die unvermischten groben Elemente zum Wachsen gebracht.